You keep turning heads when you walk by. If they only knew you left me blind. You don't even notice their starry eyes, 'cause you are looking straight into mine. Yeah, you could have anyone you want, but I'm the one who gets to take you home. It's the way that you love me in the morning. It's the way that you love me through the night. Let's just show. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Duckmobil. Tja, was soll ich sagen? Wir sind hier, wo wir gar nicht hin wollten. Das ist eine Geschichte, die ihr unbedingt sehen müsst. Eine Horrorfahrt mit einem kleinen, wie soll ich sagen, unschönen Erlebnis ist auch uns passiert. Wir sind gestern losgefahren, Freitag der 9. Wir haben das Wochenende 9. bis 11. August 2024. Wir hatten reserviert, wir haben mit dem Betreiber gesprochen, ihm auch gefragt wegen Filmen und allem. Alles safe, ich reserviere euch einen Platz, ich blockiere den, ihr könnt kommen. Wir 3 Stunden gefahren, nachdem in Lüttich die Abfahrt in unsere Richtung gesperrt war, haben wir eine Odyssee durch zig Baustellen, Umleitungen und Einbahnstraßen durch Lüttich im Berufsverkehr gedreht, sind nach 3 Stunden, davon 100 Kilometer, durch die Ardennenlandstraße endlich da angekommen, wo wir hin wollten. Und nichts war frei, kein Betreiber zu erreichen, alles belegt. Es sah nicht so aus wie auf den Fotos, die ich vorher im Internet gefunden hatte. Da sage ich nur, Photoshop ist schon eine geile Sache. Und ja, was tun? Wir aber dann, zwischen fahren wir nach Hause oder gehen wir auf Risiko, sind dann noch 100 Kilometer weitergefahren von der Wallonie hier nach Luxemburg. Und jetzt stehen wir hier in Vianden. Und hier ist es richtig schön. Und das zeigen wir euch in diesem Video. Wir haben hier schon gesehen, es gibt einen Sessellift, es gibt eine Burg, es gibt eine alte Stadt, es gibt die Promenade an der Ohr entlang, es gibt ein Staubecken. Und das klingt nach einem guten Wochenende, das wir hier mit euch gemeinsam verbringen werden. Und deshalb lassen wir jetzt den Film mal ablaufen. Wir beginnen mit unserer Odyssee Freitagabend, damit ihr nicht irritiert seid, warum es jetzt auf einmal dunkel wird. Und dann nehmen wir euch mit in dieses schöne Wochenende, weil das Wetter ist mal wieder Bombe. Wir stehen, nachdem wir jetzt drei Plätze in Diekirch angefahren sind, schönes Städtchen, ging es weiter nach Vianden und hier haben wir den letzten freien Platz bekommen. Es stehen einige ein bisschen sehr großzügig da, wir haben aber jetzt irgendwie uns dazwischen gefummelt. Alfred ist völlig fertig und ich glaube, wir haben jetzt mit 22 Uhr unser Ziel erreicht. Wären wir das Stück gefahren, wären wir ungefähr in den Helder gewesen. Das waren nämlich die Kilometer, die wir jetzt gefahren sind. Nur in den Helder hätten wir, glaube ich, schon vor 2 Stunden gespart. Er fährt noch schnell auf die Keile und dann geht es hier nur noch schnell in die Feierabendmeile. Und dann nehmen wir auch wieder die richtige Kamera. Ja, du bist ja auch hier. Ja, ich wäre beinahe nach Hause gefahren. Ich habe gestern echt gesagt, ich will nach Hause. Als wir da ankamen, alles voll war, alles nicht so war wie auf den Bildern. Wir 3 Stunden durch diese ganzen Umleitungen in Lüttich rumgefahren sind und festgefahren hatten.
fast 100 Kilometer Landstraße durch die Ardennen fahren mussten. Straßenverhältnisse in Belgien sind teilweise vom Straßenbelag her echt abenteuerlich gewesen. Wir sind ja in Dänemark die entlegensten Pisten gefahren, geschottert. Die waren Gold dagegen, gegen die, was war das, eine Bundesstraße, Europastraße. Also zum Glück haben wir uns dann entschlossen, auch gar nicht in Belgien weiter zu suchen und zu gucken, weil es wurde ja immer später, nachher wurde es auch dunkel und so weiter. Und dann haben wir gesagt, wir fahren nach Vianden, hier sind mehrere Plätze, irgendwo wird ja wohl was funktionieren. Wir sind im Stockdunkeln hier angekommen und haben die richtige Entscheidung getroffen. Wir waren so kaputt, ich habe euch unterwegs ein bisschen was hier mit dem Handy gefilmt. Wir sind noch eine halbe Stunde hier ein bisschen rumgelaufen, um die Beine zu vertreten, und danach haben wir auch euch nichts mehr gezeigt. Ich denke mal, dass es mehr Sinn macht, dass wir euch das nämlich hier zeigen, wo wir etwas wieder besser drauf sind. Ansonsten schaltet ihr nämlich direkt ab. Also wir waren beide so sauer und gereizt. Wir stehen ja jetzt hier auf dem Camperpark in Vianden an der Ohr. Wie gesagt, keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Den Platz zeigen wir euch natürlich wieder komplett in einem separaten Stellplatzvideo. Hier ist alles vorhanden und davon auch wieder mehr, als man denkt. Und die Lage ist super. Ich habe hier keine Zuckung, das sind Bienen. Wir stehen auf dem Ausweichplatz. Die eigentlichen Komfortplätze waren natürlich alle belegt, aber auch egal. Und schaut da wieder in die Playlist Stellplätze bzw. Luxemburg. Werden wir nämlich jetzt eine Playlist erstellen. Wir haben jetzt schon beschlossen, wir kommen wieder. Es gibt hier so viel zu entdecken. Ich bin schon traurig drum, dass es kein langes Wochenende ist. Und ich kann euch sagen, wir sind motiviert, euch mitzunehmen. Gestern haben wir gesagt, das gibt kein Video. Aber heute sind wir wieder bei euch. Hier sind so viele Angler. Gestern Abend bin ich bis hier auch noch gegangen. Das sind ja nur ein paar hundert Meter. Und hier standen alles Angler. Es war stockdunkel, aber irgendwie konnten die sehen, wo die Fische sind. Das ist wieder einer. Noch einer. Fischchen. Ja, aber hinten bei dem Kind war so ein großer. Und wir nehmen euch jetzt erstmal mit, das schöne Städtchen zu erkunden. Idee ist vielleicht zur Burg hoch. Ob wir reingehen, weiß ich noch nicht. Hängt immer davon ab, ob wir ja filmen dürfen. Sessellift ist auch auf dem Programm, aber vielleicht eher morgen. Denke eher, dass wir mit euch heute nach Stolzenburg noch fahren, ans Kraftwerk. Hier ist Europas größtes, was war das nochmal? Pumpenspeicherkraftwerk. Ja, Technik. Müssen wir Alfred fragen. Also es gibt so viel zu entdecken, dass ich schon sage, Mist, dass wir nur 2 Tage haben. Aber da der Stellplatz 24-Stunden-Prinzip hat, können wir ja bis morgen 22.18 Uhr stehen bleiben. Da sind wir nämlich gestern angekommen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen spät. Auf jeden Fall, ich quatsche jetzt nicht mehr lang. Wir zeigen euch jetzt erstmal was. Against me.
Danke sehr. Sie sind echt ein Engel. Danke. Du suchst nur wieder das Verlies, wo du mich loswerden kannst. Ich schmeiß dich hier runter, kommst du nie wieder raus. Hier sind Pläne, wie du laufen kannst. Jetzt sag doch mal was zu dem netten Mann. Ich habe gesagt, sie sind ein Engel. Ja. Der nette Mann hat nicht nur gesagt, sie können ihre Fahrräder jetzt dahin stellen. Stellen Sie sich in den Schatten, ich hole Ihnen die Tickets. Und da an der Stelle vielen lieben Dank an den Engel hier von der Burg Vianten, der Alfred ermöglicht hat, hier reinzugehen. Weil ansonsten hätte Alfred ohne Rad hier nicht reingehen können, weil eben sein Cash da hinten im Rücken ihn nicht hätte den Berg hochkommen lassen. Da ist er wieder. Der kleine Alfred soll in der Fensternische abgeholt werden. Vor allem die Burg ist auch schon von der Ursprung her sehr alt. Das war die erste. Genau. Also die genaue Geschichte, da verweise ich euch wieder auf Wikipedia oder auf der Homepage, Link unter dem Video. Da will ich euch nicht mit Daten vollmüllen, sondern einfach nur, was es hier zu gucken und zu entdecken gibt. Auf jeden Fall zählt die Burg zu den 21 schönsten Europas aus der Spätrenaissance. Bevor ich was Falsches sage, lieber auf die Homepage gehen. Ich bin ja keine Märchentante. Wie sagt Alfred immer, ich bin zwar ein märchenhaftes Wesen, aber klein wie ein Zwerg und frech wie ein Hex. Deutsche Übersetzung, ein Hex. Ehedrama, das 11. Wo ist der Kerker? Das wollte ich gerade sagen, von meinem Spruch. In einigen Monaten im Jahr gibt es hier in diesem Raum, Numero ich weiß nicht wo, eine Ausstellung zum Thema Schrift, Buch und deren Geschichte. Und dort könnt ihr ganz tolle Bilder von Norman Hotum erwerben. Das ein oder andere blenden wir euch jetzt mal ein. Er hat auch eine Homepage. Wenn euch diese Kalligrafiegeschichten oder diese alten Schriftzüge interessieren, schaut mal, also wirklich sehr toll gemacht und ich finde,
das Ganze hat einen richtig tollen Ausdruck. Ist echt mit Liebe und sehr ansprechend gemacht. Ring a bell, strike a chord, let the young and the old dance. Geschichtsunterricht, die ersten. Wir haben gerade eine nette Geschichtsstunde hier gehabt. Die Burg, als der letzte Erbe verstorben war, wurde sie nachher von einem Bürgerlichen aus Vianden gekauft, der sie als Baustofflieferant genutzt hat, und es wurde ganz schnell das Dach abgetragen, die Dachbalken verkauft, die Steine wurden dann auch genutzt, um das ein oder andere Haus in Vianden zu bauen, zu erweitern oder auszubessern, und irgendwann fiel das Ganze dann ans Land. Und dann gab es nachher einen Förderverein, nenne ich ihn jetzt mal, eine Interessengemeinschaft, die sich hier um die Instandhaltung wieder gekümmert hat. Und was daraus geworden ist, wenn du die Bilder siehst, super, wir sind begeistert. Strum the horn, blow the horn, come and join in the chorus. Glad. Sie steht immer im Welsch. Jedes Schloss hat seinen Hausgeist. Hui, hui. Ich bin der Geist von Wohnmobil. Erzähl den Leuten was. Du bist kaputt und ich weiß nicht, ob wir jetzt zum Wohnmobil zurückfahren oder noch Fahrrad fahren. Meine Frau hat Hunger, die hat schon abgenommen. Das stimmt gar nicht, die Hose ist zu eng. Ja, Hunger schon, aber nicht abgenommen. Das funktioniert nicht. Wir sind jetzt hier am Pumpspeicherbecken in Vianden. 1654 eröffnet als größtes
Speicherkraftwerk Europas. 330 Meter wurden in den Fels reingetrieben. Kaverne für die Turbinen herzustellen. Hier gibt es Führungen und ich glaube, man kann auch da einiges gucken, weil da vorne ist offen. Und da ich neugierig bin, würde ich mal sagen, gehen wir rüber und gucken, ob man da noch was sieht. Oh, das geht aber ziemlich tief da rein. Every single thing from drunken nights to Sunday mornings, and how you smile at me. Wish you stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you endlich wieder Zivilisation. Ja, aber da kannst du echt nachher nicht gut zurückfahren. Das ist zu eng, wenn die dich überholen. Das ist ein Fahrradweg. Da ist kein Fahrradweg. Es wohnen Fahrradwege dazwischen. Und die Kupfergrube. Ach, hier war das mit der Kupfergrube. Musst du gleich wieder rüber. Ich weiß. Ich habe so Höhenangst. Es geht ja, wenn ich wandere, gehe es aber am Fahrrad, Brücke oder so, da halte ich immer die Luft an. Da kippe ich eher um. Musst aber da lange Luft anhalten, da geht der in den Ecke rum. Ich weiß. Aber man ist ja super gemacht. Ist auch schön, aber ich habe da immer noch Panik. Ich fahre auch immer so blöd, dass ich mit dem Spiegel fast an dem Geländer dran komme. Weil ich so eine Angst habe. Aber was wir sehen können, ist, dass hier noch ganz schön Hochwasser war vor kurzem oder viel Wasser drin war. Siehst du ja an der Verfärbung, an dem Gebüsch, an dem, was hier rundherum ist. Wasserstand ist für die Jahreszeit recht hoch. Und es ist recht warm. Der Stand ist auch recht hoch, ja, der sich da gerade bildet. Boah. Wir haben ein neues Problem. Das Wochenende geht weiter. Wie ihr hört. Und ein Getriebeschaden. Hat Alfred genau einen Getriebeschaden. Kolbenfresser. Zumal es das neuere Rad mit viel weniger Kilometer ist. Auch schon eine zweite Akku hat. Das Akku ist neu. Und ich doppelt so viel Kilometer habe und immer noch mein erstes Akku. Ja, nützt ja nichts. Also heißt es jetzt, Räder tauschen und gleich kommt die Gallensteigung noch. Juhu. Naja, dann tauschen wir jetzt mal die Räder. Hatten wir ja schon mal. Ja. Okay, wir werden dann erst wieder am Wohnmobil filmen, denke ich mal. So, noch 4 Kilometer. Ich schieb hier Alfreds Rad. Die Pedalen packen überhaupt nicht, die drehen durch. Wenn die wenigstens ohne Akku laufen würden. Ich hatte gedacht, das wäre nämlich weg gewesen. Wäre ich das ja noch gefahren. Also wie gesagt, bin ja vor 2 Jahren noch ein normales Fahrrad gefahren, hatte ich ja noch meinen Bolt. Alfred habe ich immer vorgeschickt. Er wartet immer, sobald es irgendwo wieder bergunter geht. Aber jetzt geht es gleich erstmal tierisch bergauf. Und ja, mal gucken, ob wir das repariert kriegen, zumal es in 3 Wochen in Urlaub geht und wir dringend dann ein E-Bike für ihn haben müssen. Dummerweise habe ich meinen Bulls verkauft. Dann hätten wir noch improvisieren können, hätte mit meinem fahren können. Aber so, mal gucken, wie wir das hinbiegen. Jetzt noch schnell ein neues E-Bike holen, das ist nicht der Plan. Zumal wir uns auf Pegasus eingeschossen haben, nachdem wir mit dem anderen nur Pech hatten. Oh, da oben geht's gleich wieder bergunter. Ich mach mal aus. Variante 1 zur Fortbewegung mit einem kaputten E-Bike habe ich euch ja eben gezeigt.
Bergfried zeigt euch jetzt Variante 2. Hier ist leichtes Gefälle und wir nehmen jetzt die Variante Laufrad. Es sind nur noch 5,1 Kilometer, bis wir in Dianten angekommen sind. Von da aus noch circa einen bis zum Stellplatz und dann haben wir es geschafft. Wir haben ja auch nur 30 Grad, also von daher beste Voraussetzungen, ein kaputtes E-Bike 12 Kilometer durch die Landschaft zu schieben. Aber Alfred scheint Spaß zu haben. Ich habe ihn selten so lächeln sehen. Ja, er läuft in die Zielgerade und passiert das Tor. Tour de Or, Sieger Alfred mit seinem Laufrad. Soll ich euch mal meine Socken zeigen? Die habe ich fast durchgelaufen. Guckt euch die kaputten Socken da mal an. Ja, jetzt hat die Horizontalsperre auch ihre Probleme gehabt. Jetzt hat er meine Socken tanzen lassen. Aber so wie es aussieht, keine Ahnung, ist auf jeden Fall schon mal Diagnose. Kette hängt da neben. Bestätigt. Wo siehst du denn, dass die ab ist? Ich sehe das noch nicht mal. Da ist der Zerrützel, ja. Und da ist die Kette. Oh, ja, ich sehe es. Also nochmal für euch. Schatten. Oh, irgendwie so. Es dreht! Das Wunder! Mach mal vorwärts, du drehst rückwärts. Ich drehe nicht rückwärts. Rückwärts kannst du nicht drehen. Ja. Der macht aber immer noch die komischen Geräusche. Jetzt macht er keine Kurve. Ja, jetzt ist weg. Ich wusste, dass ich einen Genie geheiratet habe. Ich gehe mal Hände waschen. Kleines Update. Das Rad hat im wahrsten Sinne des Wortes eine Kette ab. Für die, die kein Platt können. Das heißt, das Fahrrad hatte die Kette ab. Und da sitzt noch jemand, der eine Kette ab hat. Nämlich meine Frau, die schläft. Mein Held, meine Heldin. Hey, du Held. Sie ist wieder da. Also ich glaube, das machen wir nicht nochmal. Beim nächsten Mal hätten wir Werkzeug mitgehabt, soll ich aber jetzt sagen. Hätten wir 12,7 Kilometer nicht schieben müssen. Gleiches gilt für Reifenflickspray. Haben wir das mit? Ja, im Wohnmobil. Nein, ist nicht wahr. Das hatte ich in der Tasche. Ja, jetzt, nachdem wir letztens beinahe einen Platten hatte. Beinahe hat man keinen Platten. Ja doch, ich hatte den Heftzweck drin, der sich nur nicht bis in den, nur in den Mantel gedrückt hatte und nicht bis in den Schlauch. Und dann sagst du, ja, ich habe das im Wohnmobil. Da ich mich, ja, mich auch schon 6 Kilometer schieben sehen, aber du musstest ja mit den 12,7 einen draufsetzen. Über Stock und Stein. Noch nicht ich. Mal. Ja, klar. Ich. Ja, ja. Hättest du warten können mit der Kette ab, bis wir hier vorne im Zentrum gewesen wären. Wenn du mir gegangen wäre, wäre das ja nicht passiert. Ja, weil wir ja hinterher hingefahren wären. Ja. So hast du doch schöne Natur gesehen. Ja, schlaf weiter. Ein Update. Ich gehe gleich mit euch noch mal ein Röntgen. Ich brauche Ruhe vor dem Kerl da. Ich warte noch, bis das Licht nicht mehr so gleißend ist. Und dann gehen wir gleich mal in den früheren Abendstunden ab ins Zentrum. Da ist er ja eben mit der Kamera so durchgepäst. Runter hat er sich nicht getraut zu filmen. Ich bin bekloppt oder was? Hat er Angst gehabt, dass er hinfällt? Nur weil der Kopfsteinpflaster und reger Verkehr war. Ja, und man nur mit der Vorderradbremse bremsen kann. Hätte ich die Kamera ja gesagt, hättest du das Stell dich nicht so an. Hättest du die Kamera ja, hätte man bis heute noch nichts gefilmt. Ach, mach aus. Ehedrama, das 13. So, lassen wir den Chef jetzt seine Arbeit machen. Wir verpieseln uns, wir lassen den mal allein. Das tapfere Schieberlein nimmt euch nämlich jetzt mit auf einen kleinen Abendspaziergang. Heute Morgen hatten wir wie so Frühnebel und das sah richtig geil aus. Mal gucken, ob ich morgen früh mit euch um 6 aufstehe. So. Jetzt wird marschiert. Na, für alle, hier haben wir den Stellplatz. Wir stehen ja, wie gesagt, aus den Ausweichplätzen.
einen schönen Kinderspielplatz. Und dann geht ihr diesen kleinen Pfad entlang. Da hinten kommt schon der Turm heraus. Da seid ihr schon im Städtchen. Und wie ihr bestimmt wisst, in Luxemburg ist das Fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kostenfrei. Also wenn ihr hier wandert oder irgendwo hin möchtet, bietet es sich auch an, mit dem Bus euer Etappenziel zu erweitern. Auf der anderen Seite neben der Kirche habt ihr auch noch einen Ausstellungsraum. Oh, da sehe ich was. Wäre ich mal eben reingegangen, als er noch offen hatte. Wie gesagt, wir sind hier mitten umgeben von vielen Restaurants, Lokalen. Da ist für jeden sicherlich was dabei. Sind die nicht cool? Oh, der ist verkauft. 550 Euro. Das Stadthus. Hier gibt es auch öffentliche Toiletten, einen Brunnen, der gerade kein Wasser sprüht. Wie viel von den Türmen das sind. Und überall für die Kinder echt so nette kleine Spielsachen. Das ist schon ja, ein gelungener Zeitvertreib, sollte man mit Kindern hier sein. Finde ich gut. Also, jetzt bin ich ungefähr da, bis wo ich gehen wollte. Aber, so wie ich das sehe, geht hier noch kein Weg runter. Ich glaube, muss ich jetzt wirklich bis zur Burg laufen? Das hatte ich jetzt aber nicht vor, weil die Türme gehen da hinten noch in den Wald rein. Wei, wei, wei. Hier haben wir eine Fledermaus-Schutzhütte. Und ich kann euch sagen, als wir gestern Abend, wir kamen ja erst um 22.15 Uhr hier an, ausgestiegen sind und sind noch eine Runde gegangen, sind wir von ganz vielen Fledermäusen begrüßt worden. Die fliegen auch am Stellplatz vorbei und drehen da ihre Runden. Sagt uns das. Guten Morgen. Morgen. Es ist Sonntag. Wir haben schon den Tisch gedeckt. Und haben schon zum Frühstück definitiv schlechter gestanden. Ich war schon duschen. Die sind hier richtig gut. Und
auch im Preis inklusive. Also von daher mache ich das ja gerne, weil ich nicht immer nutzen muss, putzen will dann. Heute soll es richtig heiß werden. Und wir werden euch nachher den Stellplatz wieder als ausführliches Video drehen. Aber ansonsten werden wir keine weite Touren fahren, sondern nochmal die nähere Umgebung erkunden. Der Hubschrauber hält die Markise dort aus, wenn der Hubschrauber jetzt runterkommt. Hier ist gerade der Rettungshubschrauber gelandet. Wir wollten gerade hier das Intro zum Stellplatzvideo drehen. Der Notarzt ist in einen Feuerwehrwagen eingestiegen. Er sagte nur noch schnell, macht die Markise zu. Aber wir haben es nicht mehr geschafft. Ist zum Glück nichts passiert, aber da war so ein Kavums hinter. Das hat uns die Räder natürlich gegen die Markisenhalterung geschlagen. Der Stuhl ist umgekippt, auf die Kamera gefallen. Wir machen jetzt alles weg, weil er wird ja auch gleich wieder in die Luft gehen und nicht da stehen bleiben. Aber wie gesagt, der Notarzt wurde da gerade in den Feuerwehrwagen gesetzt, um seinen Job zu machen. Kein schöner Anlass, aber das ist definitiv eins der aufregendsten, furchtbarsten Wochenende, die wir seitdem wir fahren hatten. Ne? Gerade gesehen, den Nachbar, der hatte hinten das Heckfenster offen. Das ist nicht mehr dran. Wir haben das Badfenster offen. Ich gehe jetzt mal mit euch gucken, ob es noch dran ist. Die anderen Fenster haben wir ja schlauerweise, weil wir das Stellplatzvideo machen wollten, zugemacht. Fenster noch dran. So. Schnell verriegelt. Und ich lasse sonst immer einen Spalt offen, ne, wenn wir die Stellplatzvideos drehen. Ich habe aber nachher gedacht, nachdem ich es einmal vergessen habe und es uns reingeregnet hat vor ein, zwei Wochen, haben wir die alle echt eben verriegelt. Das hätte böse enden gehen können, zumal die Feuerwehr da ihre Erfahrung hier wohl schon hat. Wie gesagt, und Nachbarin hält gerade ein Fenster in der Hand. Da Alfred vorsorgt, so ein Hubschrauber fliegt ja auch wieder weg und bleibt nicht stehen und wir sind nicht hier, hat er jetzt Tisch und Stühle und das Wohnmobil gelegt. Wir haben noch mal geguckt, ob alles zu ist. Aber eins muss ich sagen, drüben ist der nette Feuerwehrpilot des Hubschraubers. Die Schäden werden aufgenommen und entsprechend auch erstattet. Haben wir gerade schon mit dem Nachbarn geklärt. Von daher ist es zumindest alles geregelt. Gerade mit dem Stellplatzvideo anfangen und dann kam der Feuerwehrwagen von eben mit dem Notarzt mit einem Rettungswagen hinterher. Mir geht es gerade nicht so gut. Ich weiß auch nicht, ob wir euch noch viel filmen werden. Mein Sohn hatte letztes Jahr einen sehr schweren Unfall und ist auch so mit dem Hubschrauber weggeflogen worden. Und ich weiß, dass da jede Minute zählt und mir geht es gerade nicht so gut. Ich habe jetzt gerade ein Déjà-vu und wie gesagt, er hat das ja auch überlebt und alles gut. Hat zwar seine Blessuren lebenslang jetzt, aber die ganzen Schilderungen, wie er, bis er dann im Hubschrauber nachher endlich Morphin bekam und von dem ganzen Unfall, ich will da nicht näher drauf gehen, aber mir geht es gerade nicht so gut. Müssen wir gucken, dass wir euch irgendwie noch ein Stellplatzvideo von hier zaubern. Aber drumherum weiß ich nicht, ob wir da gleich noch viel zeigen werden. Sorry. Ja, wie ihr merkt, habe ich mich wieder gefangen. Ne? Unkraut vergeht nicht. Stellplatzvideo haben wir euch natürlich auch gemacht, ist im Kasten. Und
Jetzt sind wir doch auf der anderen Seite. Hätten wir auf die Straße gemusst. Ich wollte doch den Stellplatz gucken. Dann müssen wir hier hoch. Der Camping Castle ist in den einschlägigen Apps noch als Stellplatz ausgewiesen, dass er seit Corona nicht mehr als Campingplatz, sondern als Stellplatz geführt wird. Er ist wieder mehr oder weniger Campingplatz. Die Gebühren dort stimmen nicht mehr, liegen aktuell bei 32 Euro. Und kein Check-in vor 15 Uhr und auch mit der Schranke begrenzte Einfahrtzeiten. Also von daher hätten wir ihn am Freitagabend gar nicht ansteuern können. Wir sind dran vorbeigefahren, haben vom falschen Platz, von einem anderen Campingplatz gehalten und sind dann zum Camperpark gefahren, was unser großes Glück war. Meine Frau sagt, mach mal ihr Dönzi-Ding, so meint ein Video. Ja, weil guck mal, da hinten kommt der Fuchs und da drüben kommt der Has. Oh, jetzt zippt er Gas, der Has, weil der Fuchs will ihn fressen. Hat er ihn erwischt, liegt er bei ihm abends auf dem Tisch. Ich weiß nicht, ob er da hinten das Dach sieht, da hat sich schon gedacht, da käme ein Bus vorbei. Das ist eine Futterkoppe. Hier ist es schön, habe ich das schon gesagt? Wir fahren, und zwar gibt es auch in Luxemburg, nicht nur wie in den Niederlanden, einen Knotenpunkt. Gedöns. Die App habe ich nicht gefunden. Ich habe auch nicht wirklich gesucht. Wir sind jetzt von Bianden nach Bethel gefahren. Dort gibt es einen kleinen Bahnhof. Ich glaube, der Ort liegt unten. Und wir fahren nämlich die ganze Zeit hier auf einer alten kleinen Schmalspurbahntrasse. Sind jetzt Richtung Futel unterwegs und keine Ahnung. Lässt sich gut fahren, ist relativ eben und unberührte Landschaft und echt alles immer steil, ne? Habt ihr das gelesen? Ich mache Alfred auch die Tür auf. Nein. Da. Eigentlich wollten wir ja auch damit fahren, aber es ist jetzt schon zu spät, ob man da oben noch einen Platz kriegt zum Kaffee trinken und was ist das, hin und zurück 9 Euro oder eine Fahrt 9 Euro? Ich denke hin und zurück. Ja, die Preise standen da gerade. Also ich sag mal 18 Euro für vielleicht, wie wir das schon mal hatten, wo war das? Bad Ems, ne? Ja. Wo du dann keinen Besitzplatz mehr bekommen hast, um einen Kaffee zu trinken. Lass mal, mach mal ein andermal, weil Alfred hat sich ja schon gefreut, weil ich ja so eine Höhenangst habe und die offenen, da keine Gondel ist, sondern die offenen Sitzplätze, aber wir müssen ja langsam an Zurückfahren denken und Hin- und Rückfahrt 9 Euro, da steht's, ja. Und fahren jetzt mit euch noch zurück zum Platz und ich glaube, da passiert heute auch nicht mehr viel. Ich was bin bedient. Passiert? Genau. Fazit zu dem Wochenende. Ich kann es nur wiederholen, es war das schlimmste Wohnmobil-Wochenende, das wir je erlebt haben. Bianden und das, was wir gesehen haben, ist alles schön. Gibt es gar nichts, aber die
wie soll ich das sagen, die Geschehnisse zu uns persönlich, die waren nicht so dolle. Von daher, da raschelt's. Von daher fahren wir jetzt nach Hause. Vielleicht gibt es noch einen Nachtrag zu dem Fazit, weil wir sind ja noch nicht die 150 Kilometer bis nach Hause gefahren. Ich hoffe, dass alles gut geht. Und ja, einfach nach vorne schauen. Das nächste Wochenende kommt. Bianden, immer ein Ausflug wert, liebesvolles Örtchen. Die Burg war richtig schön zu gucken. Auch die Landschaft hier, wir sind ja eben noch gefahren, es ist auch furchtbar heiß. Alles gut, aber ich weiß nicht, soll ich jetzt sagen, ich möchte morgen nicht arbeiten gehen oder ich freue mich aufs Arbeiten. Und ich glaube, ich bin froh, wenn ich heute Abend im Bett liege und weiß, alle Lieben sind um mich herum, es geht allen gut. Das Wohnmobil ist heil, ich bin heil und morgen starten wir neu durch. Okay. Alles klar, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal mit einer hoffentlich wieder besser drauf Betty, als es gerade ist. Macht's gut. Ciao. Ciao.